Willkommen zu einem neuen Video von FM941. Diesmal gibt's die Flop-Spiele 2012, heißt die Spiele, die nicht floppen werden von Verkaufszahlen her oder so, sondern die, denke ich, für mich wieder behindert werden nächstes Jahr. Und ja, nachdem ich ja schon die Top-Spiele gemacht habe, kommen jetzt nun die Spiele, mit denen ich sozusagen die wenigsten Erwartungen verbinde. Und das wäre natürlich als erstes Black Ops 2. Ja, COD. Es ist meiner Meinung nach jedes Jahr die gleiche Scheiße. Am Gameplay hat sich eigentlich im Prinzip seit Jahren nichts verändert. Es kommen immer nur marginale Veränderungen. Da mal ein Perk mehr oder weniger, da mal ein anderer Modus. Aber im Prinzip ist es die gleiche Scheiße wie immer. Und es gibt jetzt für MW3 schon mit Elite so für jeden Monat eine neue Map, ey. Und wohin soll das noch ausufern dann? Bei Black Ops 2, was weiß ich, musst du dann für jede einzelne Waffe ein Waffen-DLC kaufen oder was? Also was soll die Scheiße? Also im Prinzip müsst ihr, wenn ihr wirklich alle diese Maps haben wollt, müsst ihr das für das Spiel, was ich 120 € oder so ausgeben. Einmal halt das Spiel 70 € und dann noch 50 € für die ganzen Maps mit Elite. Oh Gott, ey. Also wie gesagt, es wird natürlich wieder noch mehr verkauft werden als MW3. Es wird wieder alle Rekorde brechen, gar keine Frage, aber es wird genau die gleiche Scheiße wie jedes Jahr und ich kann die ganzen Leute nicht verstehen, die es sich jedes Jahr kaufen, obwohl es genau die gleiche Scheiße ist. Und immer, oh Mann, ich will gar nicht damit anfangen, ey. Ich meine, bei älteren CODs, ich glaube COD 4, was man so hört, da hattest du ja noch Kills gemacht, ja. Aber mittlerweile ist es so, es gibt so viele Abschussserien und Kills wie so einen sonstigen Scheißdreck, dass du mittlerweile die Hälfte der Kills fast schon nur durch Killstreaks machst. Was ist das denn bitte? Ich will doch die Leute töten und nicht dann die Hälfte meiner Kills durch so Scheiße, irgendwelche Drohnen oder Atombomben oder so machen. Das ist einfach schwuler Scheiß und ich finde, COD hat fast nichts mehr mit Skill zu tun. Sollten nicht mal mehr auf das Spiel konzentrieren und nicht auf das ganze Scheiße drumherum, auf die ganzen Perks und Killstreaks, ey, das ist doch behinderter Scheißdreck, ja. Ja, ich bin ein großer COD-Fan, man merkt es schon, aber wie gesagt, ich finde es einfach behinderten Scheißdreck und ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Oh. Ja, ich muss kurz die Musik leiser machen. Hab ich jetzt ein bisschen Schleichwerbung für so einen Typen gemacht. Counter-Strike Global Offensive, ja. Ein Spiel, Counter-Strike, ich habe es noch nie gemocht, entweder man mag es oder man hasst es. Auch hier gehöre ich wie bei CDR zu der Hassfraktion. Aber man muss, mein Gott, man muss anerkennen, dass es halt von ein paar Zählern übelst gesucht wird bis heute. Und das muss man einfach anerkennen, kann man nicht anders sagen. Aber ich finde, Global Offensive, das Spiel, also es ist ein Spiel, es kommt zu der falschen Zeit, es ist zu spät, finde ich. Ja, du hast, die Grafik ist nicht mehr aktuell. Aber das muss ja nicht so wichtig sein, aber du hast fast das gleiche Gameplay wie Source und 1.6. Also die haben kaum was verändert. Es gibt wohl jetzt irgendwelche Molotov-Cocktails, aber das war's auch schon. Die Maps haben marginale Veränderungen, da man eine Camperstelle oder einen engen Tunnel entschlackt und da mal was verändert. Und ja, es ist einfach, es bringt kaum was Neues mit und das Shooter-Genre hat sich stark verändert, das war schon immer so. Und da passt ein Counter-Strike nicht mehr mit rein, finde ich. Wer soll sich das bitte für die PS3 kaufen, wenn da alle COD oder Battlefield oder sonst was zocken oder Killzone, was weiß ich. Also nee, ich finde das Spiel passt einfach nicht mehr in unsere Zeit. Counter-Strike, dazu haben sie zu wenig verändert. Das ist fast das gleiche wie Source und ja. Ich glaube, die Hardcore-Counter-Strike-Fans werden auch weiterhin Source oder so spielen, weil Global Offensive, wie gesagt, bringt zu wenig Änderungen. Ja, kommen wir von diesem, meiner Meinung nach, Flop zu dem nächsten. Und zwar wird es wahrscheinlich, ich denke, ich rechne stark damit, auch dieses Jahr ein neues Need for Speed geben. Hurra! Darauf haben wir doch alle Bock, oder? Nicht. Need for Speed, die Serie ist so am Abgrund. Ich finde da, also die letzten 5 Spiele kannst du alle in die Tonne kloppen, diesen Scheißdreck. Also The Run übertrifft wirklich alles. Die Autos kleben auf dem Boden, können das nicht abheben von der Physik, ja.
Das Spiel dauert 2 bis 3 Stunden von der Spiellänge her. Da hast du noch lächerliche Quicktime-Events, die absolut viel zu einfach sind und gar. Was soll die Scheiße? Es ist doch kein Actionfilm, es ist ein verficktes Need for Speed, da soll es kein Quicktime-Events oder Leute geben, ja. Und ach, The Run ist echt der größte, ist die Krönung, ja, ist der absolut behinderte Scheiß. Und nach dem Game erwarte ich nichts. Ich hab eh keinen Bock, weil Need for Speed, was soll das, ja? Jedes Jahr und es wird von jedem Jahr zu Jahr schlechter. Also ich fand Underground 2 Most Wanted sind mein Lieblings Need for Speed. Kannst du schön tunen. Ja, ich habe gerade den Faden irgendwie verloren, weil ich das Video geguckt habe. Und ja, auch Most Wanted hat echt sauber gemacht. Es war ein einfaches Konzept, du musst dich dieser wie heißt die Liste? Auf jeden Fall so eine 15-listige Liste hoch. Blacklist, genau, musste ich immer hocharbeiten, jeden Fahrer besiegen. Und das ist einfach geil und am Ende hattest du deinen geilen BMW wieder. Aber die Need for Speeds nach Most Wanted waren allesamt scheiße, meiner Meinung nach. Ja, also Most Wanted war das letzte Gute. Danach Need for Speeds wirkten alle so inspirationslos. Zum Beispiel Undercover war ein Abklatsch von Most Wanted, nur mit etwas besseren Autos, aber also vom Aussehen her, von der Grafik. Aber ja, nee, Need for Speed geht auch den Bach runter, finde ich. Dann hier, oh, Test Drive, oh Gott. Test Drive Unlimited 1 war ja so eine Art Vorreiter für so Online-Rennspiel-Open-World-Zeug. So hattest du Hawaii. Und da solltest du halt rumfahren können und mit den anderen Rennfahrern, die alle sehen können, die auch gerade rumfahren online und mit denen interagieren können. Hat aber überhaupt nicht geklappt. So, das war glaube ich Saturn 6 oder so. Dann kommt 2011, habe ich mir auch geholt. Leider muss ich sagen, Test Drive Unlimited 2. Wieder die gleiche Idee mit dem Online, bla bla. Und wieder übelste Lags, es klappt einfach nicht. Und dazu kommt, dass die Grafik echt schlecht war. Und dann noch, was kam noch dazu? Die Fahrzeuge haben sich auch echt ein bisschen komisch gesteuert, fand ich. Man hat sich dran gewöhnt, aber. Nee, und der Karrieremodus war absolut over the top, aber auch nicht lustig, sondern einfach so schwachsinnig. Und da hat es noch ein paar andere Mängel, also. Nee, ey, Test Drive Unlimited. Netter Versuch mit diesem Online-Feature, aber haben sie immer noch nicht hinbekommen, auch 2011 nicht. Und jetzt kommt Test Drive Ferrari und ich bezweifle, dass das was wird. Nee, glaube ich nicht. So, das waren die Spiele, die meiner Meinung nach auf jeden Fall floppen werden. Zumindest bei mir. Schreibt mir, was ihr von zum Beispiel nächsten COD erwartet oder auch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, auf Wiedersehen.